Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wie ihr sehen könnt, wird es ein neues Final Fantasy auf meinem Kanal geben, und zwar Final Fantasy 15. Im neuen Spiel Plus, weil ich gestern erst, sagen wir mal, komplett fertig geworden bin mit meinem Privatspiel, um dort die Trophäen zu sammeln. Ich wollte alle haben. Und ja, was kann ich sagen, bevor ich anfange? Ich habe alle Einstellungen getroffen, das sollte soundmäßig hoffentlich ganz gut passen. Ja, Final Fantasy 15. Ein sehr lang erwartetes, heiß erwartetes Spiel in der Final Fantasy Fanbase, das aber, glaube ich, von vielen nicht so gut angenommen wurde. Ich verstehe es gar nicht. Ich liebe das Spiel. ja, gut. Fangen wir an. Neues Spiel Plus. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Egal. Neues Spiel Plus. Gucken wir mal da unten. Das kann ich nehmen. Das kann ich nehmen. Und sogar die Spielstände hier, die ich aber nicht möchte. Ich möchte das da. Ihr seht, 140 Spielstunden ist vielleicht ein bisschen viel, aber naja. Ja. Bin ich immer gespannt, was beim neuen Spiel Plus anders ist. Auf die Ladezeiten freue ich mich jetzt schon. Die sind nämlich mitunter sehr nervig und lang. Das ist so eine Sache, die mich an dem Spiel echt stört. Ja, naja, da muss man durch. Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Oh, ich sehe schon. Die Jungs haben die Outfits an, die ich ihnen angezogen habe, im anderen Spiel. Das ist ja geil. Cooles Detail. Lockt, hier lang. Schnell, ergreif ihn. Schon da, Moment. Er kommt! Neuer Versuch. Stück der Deckung! Hier. Okay. Auf ihn! Vor dem Fall. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh, mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Cor wartet schon.
Stratos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Der Aufbruch. Prinz Noctis Lucis Caelum, keine Ahnung, ich werde mit so manchen Sachen Probleme haben, ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel? Der Nachbarstaat Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Ja, Prinz Noctis und seine Launen. Der kommt mir vor wie aus so einer Japano-Boyband mit seiner Frisur. So allgemein gedacht sind die vier so eine Boyband irgendwie. Ist für jeden was dabei, wenn man so auf die Mädchen absieht, die sich Boybands antun. Habe ich jetzt antun gesagt? Ich bin selbst so eine gewesen früher. Aber nee, Noctis und seine Frisur, es ist schon so ein Leadsänger so einer Japano-Punk-Band oder Pop-Band, keine Ahnung. Passt irgendwie. Es überrascht mich immer wieder, was man heutzutage so raushaut an Grafischem bei irgendwelchen Spielen. Das ist schon richtig geil. Dass Leute da noch meckern, ist mir echt ein Rätsel. Ladezeiten, Ladezeiten. Gut, die Map ist riesig in dem Spiel. Deswegen dauert das immer ein bisschen länger. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich werde es auch nicht rausschneiden. Es stört zwar, aber ihr könnt ja im Video dann vorskippen, wenn ihr auch mein Gerede nicht hören wollt dabei. Ich muss es halt aushalten, weil ich es spiele. Aber macht mir nichts. Ich bin schon gewohnt. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja, ja. Und los! Achso, mit R2. Ups. Ich dachte, hey, warum schiebt der nicht? Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine.
Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Ah, die Jungs sind toll. Und das Lied ist so geil. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Hammerhead. Hey, da seid ihr ja. Und wer ist der Prinz? Der im weißen Hemd. Leider nicht. Höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Juhu, ich darf mich bewegen. Und ich habe dieselben Werte wie... Ach du Scheiße. Moment, ich will gerade mal gucken. Habe ich wirklich alles aus dem Hauptspiel? Was ist das denn für ein... Okay, das wird das Spiel sehr einfach machen. Ich habe gedacht, man hätte vielleicht nur die Items und so und... Ne, was man schon... gesammelt hat vorher, aber nicht das Level, also die Stufe. Das soll so eigentlich nicht sein. Ich werde wohl alles... Ja, tatsächlich, ich habe alles. Ich habe alles, was ich zum Zeitpunkt des Beendens des anderen Spiels... Okay, ach, die ist ja... ja, was ich in dem Spielstand drin hatte, den ich vorhin geladen habe, habe ich jetzt auch hier. Na, mega geil. Okay, das macht es viel einfacher, das Spiel. Das ist irgendwie blöd. Es ist zwar schön, dass die Jungs all das anhaben und dass das Auto so ist, wie ich es tatsächlich... lackiert habe und verändert habe mit den Flammen da. Irgendwie ist das auch doof. Ich gucke mal die Zeitaufträge an. Immer noch das? Okay.
Ja, ich wollte ein neues Spiel Plus machen, von daher belasse ich es einfach dabei. Es wird zwar sehr viel einfacher sein, aber macht ja nichts, ne? Macht ja einfach nichts. So, was darf ich machen? Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Dankeschön, Sydney. Ich muss ja sagen, dass Noctis so echt gut aussieht in der Kleidung, die der da anhat gerade. In deiner Navi-Karte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurantsymbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Restaurants bieten Ortsinformationen zur Aktualisierung der Karte. Oh, Ebony Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gil? Was ist das denn? Gil ist unsere Kohle. Guck mal, wie viel ich habe. 474.000, also an Geld wird es mir nicht fehlen. Na, Ignis? Wir werden wieder viel Spaß miteinander haben. Ich muss ja sagen, ich fangirle sehr über Ignis. Also, der ist schon richtig süß. So, dann gehen wir mal. Hab mich richtig gut erholt. Bin bereit für die nächste Etappe. Noct, warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Wo bist du? Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Ignis? Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. Nö, sind wir nicht. Ich habe sehr viel Geld. Auftraggeber Ignis, das finde ich interessant. Nachdem sie alle ihr Geld in die Reparatur des Regalias gesteckt haben, brauchen Noctis und seine Freunde dringend ein paar Gil, wie die Währung außerhalb von Insomnia genannt wird. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Halt, da liegt was. Eine Gedenkmünze. Sydney, der Prinz, der eigentlich saumäßig reich ist, hat kein Geld. Angeblich. Nanu, der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Runterhandeln? Die Wartung ist ziemlich teuer, nicht? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen? Der Opa hat Nerven. Naja, was will man machen? 10 FP erhalten. Fertigkeitenpunkte FP. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitenpunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Wo ich 131 habe und auch das, was ich ausgebaut habe, ist hier schon ausgebaut. Das ist irgendwie doof, um es jemandem zu zeigen, der das vielleicht noch nie gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, ein neues Spiel Plus zu spielen. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Soll ich jetzt pennen oder was? Nee, ich soll Tiere fangen. Okay. Ich habe genug Geld. Ich habe alles, was ich brauche. Ich frage mich gerade, ob das Auto auch die... Nee, das glaube ich nicht. Also, der Regalia. Wow, die verkaufen ja ganz andere Sachen hier. So läuft das halt. Ob der Regalia auch die Scheinwerfer hat, die ich... Los geht's, Noct. Vorsicht, du hast die Aufmerksamkeit des Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt vor einem Angriff. Nee, was wollte ich gerade sagen? Ich frage mich, ob der Regalia, also unser Auto, die Scheinwerfer hat, die ich gefunden habe im anderen Spiel. Da hat man dann nachts kein Problem mehr mit den Siechern. Was sehr gut wäre eigentlich. Halte Kreis gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten, wenn dein Gegner in der Nähe ist. Denk daran, beschwöre für jeden Gegner eine passende Waffe herauf. Gut, auf zur nächsten Koordinate.
Ja, das ist jetzt einfach ein Witz. Ich bin einfach viel zu stark. Da werde ich instant mit einem Move und einem Hit die Gegner killen. Das ist irgendwie blöd. Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir immer noch die Stufen haben vom normalen Spiel. Ich dachte wirklich nur die Items und so. Naja, okay. Ich kann für mich sagen, ich muss nicht mehr grinden, ich muss nicht mehr so lange rummachen. Obwohl mich das gar nicht gestört hätte. Ich finde das Spiel toll. Ich hätte es auch nochmal gemacht. Da sind die Nächsten! Auf sie mit Gewalt! Defensive, weiche gegnerische Angriffe mit Viereck aus. Halte die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen oder zu blocken. Manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff. Super, wir sind fast fertig. Ja, das ist schön. Kommt, gehen wir weiter. Weniger schön ist, dass es alles viel zu schnell geht hier. Jungs. Was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten, Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Noch bin ich Single. Dann aber sofort eine Frau heiraten. Naja. Gut, ich könnte auch die Waffen wechseln. Ich hab ja... Kann man ja mal machen, dann ist es nicht ganz so einfach. Was haben wir denn hier? Motorklinge. Sturmklinge. Gebe ich ihm mal die? Die ist nicht ganz so stark. Masamune. Silene Quedas. Und nee, die darfst du behalten. Die lasse ich dir, Ignis. Deren Projektile getroffene Ziele vergiften können. Das klingt doch nach einem Plan. So. Das wird zwar nicht allzu viel ändern, aber naja. So kann ich sagen, das Spiel ist auch schneller vorbei, weil ich schneller durchkomme. Ist zwar doof, aber... Warp-Angriffe. Visiere den Gegner an und wirf dein Schwert auf ihn, um dich zu ihm zu teleportieren und ihn gleichzeitig anzugreifen. Je weiter die Entfernung, desto höher der Schaden. Hab ich. Bist ja richtig in Fahrt. Sehr gut, das wär's. Juhu. Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte, ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Okay. Ich hätte jetzt fast was gesagt. Sydney möchte euch um den Gefallen bitten. So wie die junge Frau rumläuft. Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja. Eine Hütte direkt um die Ecke. Ich komme schon. Ich meine, so wie Sydney rumläuft, ne, kann man das auch ganz zweideutig sehen. Erntezutat an Erntestellen. Zutatennamen werden auf der Karte angezeigt. Ja, machen wir gleich mal, wenn wir hier schon sind. Wer seid ihr denn? Na, mir ist schon wieder einer durch die Lappen gegangen. Vielleicht solltest du Jagd auf was anderes machen. Nein, dieser Vogel ist mein weißer Wal. Der wird mich zum Gillionär machen. Das ist besser, als jeden Tag Ratten zu jagen. Ich frage mich, von welchem Vogel die zwei reden. Ich habe da so eine Vermutung. Den schaffst du garantiert nicht allein, mein Freund. An dem habe ich schon geknabbert. Und nicht wenig. Jo, hätten wir. Leidener Pfeffer.
Ich müsste da mal rein. Hallo? Mann, bin ich doof. Liegt hier vielleicht auch noch was? Nee. Nicht, dass ich es brauche, aber ich würde es gerne mitnehmen, wenn da was ist. Eine Nachricht? Mutiertes Doppelhorngesicht, Rufname Bluthorn, Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Tauti. Tauti. Nord! Wow. Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! They're coming! Okay. Übernimm dich bloß nicht. Hinten ist halt so geile Moves drauf. Wie er mit seinem Speer durch die Gegend springt, finde ich schon geil. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Bam, 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 bam. Ne, Prompto? Der Junge, ne? So hibbelig, aber der nervt auch oft. Naja. Aber ich möchte keinen von den Vieren vermissen, also... Selbst wenn Prompto mich oftmals ziemlich nervt, muss ich sagen. Ich möchte ihn trotzdem nicht missen, er gehört dazu. Dave, hier sind noch Monster. Nicht so schnell, das will wohl überlegt sein. Okay. Ich soll mich warpen. Diese Spezies wird Tauti genannt. Danke für den Tipp. Strategien. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisungen befolgst, erhältst du FP. Blaue Markierungen zeigen dir Punkte, zu denen du dich warpen kannst. Visiere das Windrad an und teleportiere dich über einen Warpunkt. Würde ich ja gern. Ist ihre Beute mit den Stoßzähnen. Auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Nein, ich will dahin. Warp dich doch an das scheiß Ding. Danke. Teleportier dich über einen Warp-Punkt an hohe Orte, um die LP und MP-Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerdem direkt per Warp-Angriff attackieren und ihnen dadurch großen Schaden zufügen. Hier bin ich! Ja, ich muss sagen, ich habe den Wartemodus drin. Ist dort jemand? Hi, Dave. Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen, bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Iggy, entscheide mal. In Ordnung, das können wir nicht ignorieren. Sag uns alles, was du über die Bestie weißt. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Ein Magieflakon. Noct, dies ist eine ernste Gefahr für die Bevölkerung. Als Prinz bist du zum Handeln verpflichtet. Süß, 150 EP, willst du mich ver... Naja, am Anfang ist das viel. Jetzt ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oh. Jetzt frage ich mich auch... Nein! Verdammt! Ernsthaft? Da das alte Spiel genommen wurde, sind auch die alten Bilder noch drin. Willst du mich eigentlich verarschen? Kacke. Das heißt, ich kann nicht mal neue Bilder machen. Das ist doch doof. Ich überlege echt, ob ich die löschen soll. Die ganzen Bilder. Das ist jetzt was mich echt stört. Ich mache sehr gern Bilder, vor allem von ihm. Hehehe. Hallo, Ignis. Und Prompto macht ja auch Bilder, also da gibt es sicher auch Dinge, die ich abspeichern will. Bei ihm sind es auch die meisten Bilder, die gespeichert wurden.
Auch wenn ich es ungern mache, ne? Muss ich sagen. Ich muss mal was schauen. Kann ich speichern? Dann speichere ich woanders hin, dann lösche ich hier die Bilder. Das ist ja Spielstand technisch gesehen, ne? Ja, dann sollte das kein Ding sein, wenn ich das hier überspeichere. Und dann da drin die Bilder lösche, das sollte ja kein Problem sein. Gut, das werde ich aber jetzt offscreen machen. Wir haben schon eine halbe Stunde erreicht. Das ist bei Final Fantasy jetzt wohl die Zeit, die ich in Anspruch nehmen werde für die Videolänge, weil es ist halt ein Final Fantasy und ich finde, eine halbe Stunde ist da angemessen bei so einem großen Rollenspiel. Auch wenn ich schneller durch sein werde, eben weil ich dieses Level habe und diese Waffen und so, aber naja, ich wollte halt ein neues Spiel Plus machen. Von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy 15 auf der Jagd nach dem Doppelhorn. Bis dann.